Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer kleinen neuen Folge von Mountain Blade bei Bannerlord. Und zwar, wir sind wieder hier in Flandia und machen bei Flandianern doch tatsächlich unser erster Arena-Kampf. Und zwar als Lord, denn wir sind ja jetzt in das Königreich von Flandia eingetreten. Der Herr Dessart, König Dessart, hat uns ja ein Eid schwören lassen. Und das haben wir jetzt auch getan. Also wir haben den Eid geschworen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, in Flandia auch dementsprechend, Fuß zu fassen. Wir haben noch relativ wenig Einfluss, wir haben wenig Mitglieder, wir haben noch keine Lehen, aber das kommt jetzt. Das wird jetzt quasi nach und nach passieren und da freue ich mich sehr. Mal gucken, was wir kriegen. Ich würde ja gerne unten Asserei bekommen, im richtigen Süden, wo halt dann auch die Wüste ist, denn wir sind ja aus dem Süden von der Geschichte her. Und da passen wir natürlich super rein. Wir würden da quasi keine Probleme mit unserem Ruhm, also mit unserer Nation bekommen. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall was. So, jetzt nochmal was anderes. Wir haben hier Soteris, der Wundarzt. Das ist einer von, ich glaube, Imperium. Den würde ich mir gerne holen, weil den könnte man schon gebrauchen. Erstens ist ein Wundarzt, der hat ja echt gute Werte, glaube ich, in Wundarzt, also in Pflegen von ja, also wieder heilen quasi. Großzügig Freigebigkeit. Freigebigkeit ist ein Maß für eure Loyalität gegenüber euren Verwandten und Dienern sowie eure Dankbarkeit gegenüber denen, die euch einen Gefallen getan haben. Ehrlich, Ehre, barmherzig, Mitleid und wir haben Abgebrühtheit. Der ist 31 und ich sag mal so, kann er den Namen ändern, genau, passt. Und der ist jetzt quasi, könnte unser Arzt werden. Da bin ich ja voll dabei. Und der kostet 400, das werde ich mir uns leisten. Und deswegen, Soteris, der Wundarzt, wir nennen ihn aber um. Bin ich voll dabei. So. Frage ist, wir können ihn, glaube ich, so umbenennen, oder? Nee. Nö. Okay, so einfach umbenennen geht ja gar nicht. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also irgendwie müssen wir die ja umbenennen können. Ich kann ja zumindest gerade umbenennen. Aber hier kann ich es ja auch. Hier kann ich es nicht. Ich glaube, die kann man nur umbenennen, wenn man mit ihnen redet und bevor man sie rekrutiert. Nein? Falsch. Vielleicht auch hier. Nee, hier kann man es nicht. Doch hier. Change. Das sind DCC-Options. Enter a new game. New name. Wir nennen ihn. Wir nennen ihn. Vector. Der Arzt. So. Hat aber nicht funktioniert.
das vielleicht hier machen? Boah, schade. Ja gut. Vielleicht gibt es ja eine Mod. Oder? Ich weiß es nicht. Tja. Gute Frage. Nächste Frage. Wir haben noch ein paar Banditen. Aber die behalten wir mal alle. Wir könnten Schwesterschaftsanhängerinnen rekrutieren. Ich würde sagen, das machen wir mal. Wir haben ja jetzt 46 von 82 Truppen. Dann haben wir wenigstens noch ein paar gute dabei. Und wir haben jetzt noch die Möglichkeit, dem Turnier beizubringen. Genau. Gut. Den Turnier spielt aus dem Gruppennahkampf. Als ihr euch der Arena nähert, hört ihr einige Tratschen zu den Teilnehmern der Preise. Offenbar gibt es in der Stadt 5 kampferprobte Fürsten, die an dem Turnier teilzunehmen denken. Angesichts dieser Tatsache haben die Ausrichter dem Sieger einen lohnenden Preis versprochen. Fall des Ritters. Okay. Fall des Ritters. Das ist die Belohnung für unser Bestehen im Turnier. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich habe übrigens noch mal eine Mod nachinstalliert, damit man mehrere Leute treffen kann. Das ist nur diese Mod. Also man kann in der Mod mehr machen. Ich habe aber nur das aktiviert, weil ich möchte das andere nicht. Würde zu viel, ich sag mal, anders sein, das Spiel. Da müsste man nochmal neu beginnen. Also da gibt es dann so Arbeitslager und so weiter. Das würde ich aber dann gerne mal, nachdem wir das hier alles soweit fertig haben, in einem neuen Let's Play machen mit ganz anderen Mods auch, mit Gervison. Dass zum Beispiel automatisch Leute gesucht werden. Also Rekruten rekrutiert werden und so. Das kann man dann alles mal machen. Mir war wichtig, dass wir jetzt mal grundsätzlich erstmal nah am normalen Spiel bleiben. Und nicht so viel verändern. Zusätzliche mal Sachen ins Spiel bringen können wir immer noch. Willwind. Ja. Ganz nix. So, dann. Ja, der hat aber gut getroffen. So, dann Valios von Glan Glut kämpft jetzt gegen mich. Er hat 84er Hit kassiert. Hallo, mein Freund. Der war wohl nicht so gut im Reiten. Na jetzt. Dann gegen... Wer ist das? Ein flandischer Recke, ne? Ja, ein flandischer Recke.
steht oben. Der ist schon besser. Der sieht cool aus, der pflanzliche Recke. So einen haben wir auch. Der war am Schluss dann doch nicht mehr so gut. So, wir haben eine Keule gewonnen. Eine Keule, Fall des Ritters. Die können wir nehmen. Wenn die gut ist, nehmen wir die. So, 1500 verdient, in jedem Fall. Und noch die Keule. Da gucken wir mal. Als wir die Fall des Ritters. Schwungschaden 52 stumpf. Länge aber nur 50. Ich würde sagen, dann kriegt das der Arzt, oder? Der Arzt kriegt das und er kriegt in jedem Fall ein Bild dann noch. Ausrüstung sollte er auch kriegen. Wir werden ihn auf jeden Fall noch ausrüsten. Aber erstmal ein Arzt. Der kriegt natürlich auch Skillpunkte. Ah, jetzt heißt das Spectre der Arzt. Das hat nur ein bisschen gedauert. Jetzt geht's. Okay, wir können es also so umbenennen. Das funktioniert. Sehr schön. Hat nur ein bisschen gedauert, aber es hat funktioniert. Und der hat bei Medizin 82. Finde ich sehr, sehr nice. Und er kann Nahkampf Einhand machen. Hat Athletik ein bisschen geskillt. Also das geht in diese Richtung. Das funktioniert doch gut. Ich würde sagen, ja. Das passt. Wir gehen mal in die Stadt und ich glaube, nee, die wollten. Achso. Letztes Tor. Hey, und Terry. Friede sei mit euch, Fremdling. Wie heißt ihr? Oh, ich bin Uteri aus dem Hause de Aromank. Unsere Familie dient schon seit der Generation des Königs Flandias. Ein kleiner, ich kenne euren Namen. Wie ich hörte, habt ihr euch dem Fürsten Deathard die Treue geschworen. Ich freue mich schon darauf, an eurer Seite gegen unsere Feinde zu kämpfen. Könnt ihr mir etwas über die Schlacht bei Pendrake sagen? Ja, ich wurde von Deathward beauftragt, die Armbrustschützen zu kommandieren. Unser Ritter entdeckte eine Gruppe leichter Infanterie der Esserei in einem Tal und stürmte auf sie zu. Sie waren den Ansturm nicht gewachsen und wurden in die Flucht geschlagen. Dann aber tauchten Kusait auf und bereiteten den Rittern aus der Ferne echte Schwierigkeiten. Sie schossen ihnen die Fährte unter den Hintern weg, da traten wir auf den Plan. Als nur wir gegen die berittenen Bogenschützen kämpften, gewannen wir. Zu Fuß lässt es sich ebenso gut oder besser mit einem Bogen schießen wie auf dem Rücken eines Pferdes. Und wir waren klar in der Überzahl. Sie fielen also reihenweise und galoppierten schon bald daraufhin davon. Die Ritter verfolgten sie natürlich und damit fingen die Probleme an. Imperiale Katastrophen sind aufgetaucht. Von Kopf bis Fuß gepanzert. Selbst ihre Pferde. Sie ignorierten unsere Schüsse also einfach und stürmten durch uns hindurch. Ich wurde dem Rückzug von Midge fortgerissen und erlebte die weitere Schlacht nicht. König Deathward hatte einen ordentlichen Plan, aber die Brarone, Ingasa und Altric, die als Haufen Ignoranten, ignorierten ihn. Was immer, wie sie es immer tun. Sonst noch etwas? Nein, vielen Dank. So, damit hätten wir schon mal ein bisschen das Fortschritt in der Story. Ich sag euch gleich, ich werde die Story so weit verfolgen, bis wir das Banner aufbauen könnten. Aber wir werden das Banner nicht aufbauen. Zumindest nicht sofort. Denn das hat den folgenden Grund. Wir haben dann nämlich die Expansion von den Imperien oder Imperiums West, Nord und Süd ziemlich mal chaotisch fortschreitend. Und das hätte ich jetzt keinen Bock. Also das müssen wir dann am Schluss machen, wenn wir dann schon soweit sind. Dass wir da ein bisschen Einfluss und Armeen haben und so. Weil dann macht es Sinn. Vorher nicht. Also wir haben sonst zu viele Probleme mit anderen Clans und so weiter. Anderen Völkern und anderen Ortschaften. Das macht keinen Sinn. Da sehe ich mich nicht.
Weil das mir dann zu stressig. Aber wir haben hier nichts weiter zu verkaufen. Wir hatten hier schon ein bisschen was verkauft. Wir sind wieder voll im Lot. Und wir hatten vor, in das Versteck zu gehen, weil das ist eine Quest. Ja, die haben wir ja noch bekommen. Die Quest heißt, Kopfgeldleger haben Leute von Brand Steinschädel. Ja, ein Brandenführer aus Jakulan hat euch erzählt, dass sie Kopfgeldleger eine seiner Bandenglieder gefangen genommen und ihn im Versteck verschleppt haben. Ihr habt ihm gesagt, dass ihr sie persönlich findet. Das heißt, wir gehen da jetzt hin. Mal gucken, ob wir den da auch schon holen, weil das sind 16. Ergebt euch! Nein, da machen wir euch platt. Ja, also wir machen die jetzt platt. Tatsächlich die 16, wir haben 50 Leute, machen mit 50 Leuten ganz schön ein Palett. So, was wir schon mal machen ist, dass der Wundarzt die Infanterie bekommt. Und der Theokalzone die Kavallerie. So, dass wir ein bisschen, sag mal, frei sind. Hier sind wir jetzt im Schneegebiet. Aufstellung. So. Und dann schauen wir uns das mal an. In jedem Fall sind das nur Plünderer. Das heißt, wir gehen ein bisschen vor. Und werden aufstellen. Mit Schilden nach vorne. Ich hoffe, dass sie das so auch tun. Hat gut geklappt. Ein bisschen Level Up haben wir. Boogie. Und zwar Waldbanditen wurden erhöht. Und wir haben einen Seeräuber-Oberhaupt. Hat einen Seeräuber-Krieger. Und einen Plünderer hat überlebt. Jetzt können wir mal schauen. Zumindest mal ihm was anzuziehen. Hat momentan nicht. Panzerung in jedem Fall. Ja, ist er bessere Ober, also das sieht scheiße aus, wenn ich eben doch was anderes. Das sieht doof aus, aber hey. Er kriegt auf jeden Fall noch bessere Sachen. Das sieht schon ganz cool aus. Handschuhe haben wir nix, ne? Nö. Gut. Und sonst haben wir auch nichts. Wir geben ihm mal noch eine Sichel. Einfach weil. So, dann haben wir noch die 14. Schaffen wir nicht einzuholen. Gehen ins. Wenn unterwegs noch was ist, da zum Beispiel die da. Um die natürlich zu holen. Wir sehen relativ schnell, muss. Ja, vergesst es. Wir greifen euch an. Euch sechs Hanseln mal ich blatt wie so eine Walnuss. Milchkugeln. So, hier haben wir natürlich den Vorteil. Wir sind hier. Troops, move. Stand apart. Infantry. Forward. Genau. Denn. Der hat aber ganz schön auf die Fresse gekriegt. So, drei Leute sind aufgestiegen. Einmal Seeräuber-Oberhaupt haben wir bekommen. Wir haben einen Seeräuber-Krieger bekommen. Und wir haben einen flandischen Armbrustschützen bekommen. Flandische Armbrustschützen sind übrigens richtig gut. Weil die haben am Schluss dann auch Schilde hinten auf dem Rücken. Große Schilde. Und die sind richtig, also richtig gut. Die machen richtig, auch im Nahkampf dann mit Schild können sie dann kämpfen. Also
ist schon eine andere Qualität. So, wir haben eine neue Rüstung bekommen. Sollten wir ihm vielleicht auch geben, oder? Schon cool aus. Banditisch, oh hey. Und wir haben eine Hose abgenutzt. Das hier. Axt. Und dann noch Busse. Okay, alles andere braucht. Jetzt, wenn wir hier ins Versteck gehen, dann können wir ihm richtig gute Ausrüstung geben, weil das meistens auch mit einem, ich sag mal, am Schluss sehr guten. Einem sehr guten Anführer ist, der ein bisschen Ausrüstung. So. In jedem Fall sollen sie schießen und sie sollen angreifen. Und dann sollen sie machen. Also ganz ehrlich, ich habe hier nichts zu verdienen. So, ich kann durch im Durchschnitt zählen. Das heißt, ich treffe nicht nur einen mit dem Schwert, sondern auch zwei oder drei, je nachdem. Und dann verringert sich der Schaden um 80%. Um 20% pro Gegner. Also bei 5 Gegnern ist Schluss, ja. Der merkt hier nichts. Der merkt nichts mehr. Oh, mein Kill, Leute. Ich muss auch ein bisschen Bogen leveln. Ich will eine Armbrust haben, aber die habe ich noch nicht. Also wir werden uns noch eine kaufen müssen. Ich werde dann in die Stadt gehen und gucken, ob da eine ist. So eine leichte Armbrust, die man auch im Pferd nachladen kann, weil eine schwere Armbrust geht nicht. Aber eine leichte kann man auf dem Pferd nachladen. Würde zumindest erstmal reichen. Also ich finde das jetzt auch nicht zu überpowered, so dass ich jetzt irgendwie besser bin oder so, sondern einfach, es ist halt irgendwie realistischer, wenn dann auch die, ich sag mal, Diebe ein bisschen weitergehen als bei einem Gegner aufhören. Ja. Das ist so ein Spielprinzip einfach nur. Ich verlinke unten den Namen, das ist aber Xorbarax Lechesi, so heißt das, kann man bei Steam Workshop einfach runterladen. Das ist ganz cool. Also ich merke auf jeden Fall, dass ich trotzdem noch schwerfällig bin, weil ich noch nicht so gute Skills habe. Da gibt es noch ein paar Skills, die man machen kann, damit ich auch besser werde im Kampf. So, also duellieren niemals. Nicht hierher gekommen und mit euch zu reden. So, wir haben zwei, einmal Recken und einmal einen Bannerritter. Wir haben in jedem Fall Gefangene. Passt. Und wir haben Ausrüstung. Können wir gleich mal gucken. Also, das braucht man nicht. Das Schild. Das Schild ist in jedem Fall schon mal so gut. Das Schild. Ja. Rüstung. Wir haben hier in jedem Fall einen besseren Helm, ich sag mal. Nicht mal so verkehrt aus. Wir haben Handschuhe, die hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Wir haben Schuhe, die sind genauso gut. Und ansonsten ist alles weit. Okay. Hätte mir eine bessere Ausrüstung gedacht, aber hey, so ist es nicht. Aber 3000 Geld verdient, das ist eigentlich ganz cool.
Und wir haben ein paar Punkte zu verteilen. Yeah, Reitkunst. Erhöht die Tragekapazität von Lasttieren um 20%, verbessere Angebote beim Kauf und Verkauf von Reittieren. Berittene Infanterie erhöht eure Truppengeschwindigkeit um 30%. Nahkampfkavallerie in eurer Formation erhält einen Bonus auf Geschwindigkeitsschaden plus 10. Das macht, glaube ich, Sinn. Also oben wäre natürlich, dass wir einfach mehr Kapazität haben. Unten wäre, dass unsere Truppengeschwindigkeit insgesamt, wenn man viel Kavallerie hat, also bei Ritten der Infanterie, dann tut sich die Truppengeschwindigkeit um 30% erhöhen. Und Nahkampfkavallerie kriegt nochmal plus 10 Gesamtgeschwindigkeitsschaden hinzu. Ich glaube, das macht Sinn, weil wir später ja hier in jedem Fall auf Kavallerie gehen wollen. Unbekümmertheit bei Athletik. Das heißt, erhöht eure Überredungschance leicht. Oder Kondition erholt sich der Herstellung um 50% schneller, erhöht eure Gefangenenlimit um 5 und verringert die Gefangenenfluchtchance um 10. Macht Sinn. Hier wäre, erhöht eure Truppengröße um 5% oder plus 5, ja. Ich glaube, Truppengröße ist jetzt nicht mein Problem. Ich glaube, mein Problem wäre jetzt einfach, dass die Gegner nicht so schnell fliehen können. Das wäre cool. Und dass wir einfach 50% schneller unsere Kondition für Schmieden wiederbekommen. Und ich muss Schmieden leveln. Das machen wir gleich. Alle Truppen erhalten plus 2 EP zusätzlich pro Tag. Und der Garnisonsold sinkt um 5%. Truppen des Rang 4 oder höher erhalten plus 4 zusätzlich pro Tag. Plus 1 Miliz pro Tag. Ich glaube, das machen wir. So, jetzt haben wir noch einen Punkt über. Jetzt sind wir hier in Belagerung. Ich will Belagerung auf jeden Fall voll kriegen. Okay, dann haben wir schon mal ein bisschen was in diese Richtung. Wir gehen nochmal schnell nach Jakulan und gucken mal, ob es da mindestens mal eine bessere Rüstung gibt. Den Kollegen Spectre. Ein besseres Schild zum Beispiel. Gibt es auf einige bessere Schilde. Hier gibt es welche aus Eisen. Kleiner Kavalierer-Schild. Ich würde sagen, der braucht gar nicht so ein großes Dreieckschild. 372 Drachenschild. Guck mal, das ist okay. Es könnte ein bisschen mehr aushalten. So 300 wäre gut. 350. Guck mal hier. 472. Sieht auch gut aus. Das sieht aber noch besser aus. Das sieht auch gut aus. Gut aus. Das. Okay. Also. Dann müssen wir überlegen. Wir haben Theo Calzone. Der hat ja das. Dass er einfach mal ein anderes kriegt. Dann hat der Baumeister, Theo der Baumeister, der muss auf jeden Fall auch ein besseres kriegen. Das hier. Ich würde jetzt allen mal das geben, da geben wir ein bisschen Geld aus. Aber ich glaube, das macht einfach mal insgesamt bessere Schilder haben. Weil relativ schnell. Hier sieht man zwar unser Logo nicht mehr so gut, aber Holzschild. So, okay. Dann hätten wir nochmal. Ich hätte gerne ein bisschen besser. Mal ja mal so probieren. Ja, schon mal echt und dann trotzdem noch besser. Würde auch nach was aussehen. Kann ruhig ein bisschen so ich aussehen. Das ist okay. Und dann hier zum Beispiel sag mal Hinterhaube für Stoffkopftuch. Dann sieht halt so aus. Aber es passt schon irgendwie zu einem mal Arzt. Dann wird's teuer. Was kann man hier oben noch? Sowas. So
Sowas können wir auch machen. Und Handschuhe haben wir ja schon gute, relativ gute. Wetter. Eigentlich ganz cool. Das sollten wir machen. Vorübergehend zumindest. Den Watt hier, den Leder. Schauen wir was anderes. Aus wie Ninja, ne? Und dann das hier. So. Schmiede. Hantel, ich brauche mal ein bisschen Holz. Weil wir müssen in jedem Fall als Skillpunkte fürs Schmieden. Weil. Dann können wir hier Punkte verteilen und verbrauchen, können halt mehr Kohle generieren. Gut. Dann sind wir eigentlich schon wieder fast am Ende dieser Folge. 32 Minuten, ich würde sagen. Ich habe übrigens noch ein bisschen was in der Konfiguration der Aufnahme geändert. Ich habe gesehen, dass ein bisschen rein theoretisch ein bisschen zu verpixelt war. Man halt schnelle Bewegung hatte. Das lag daran, dass zu wenig Bitrate eingestellt war bei OBS. Habe ich jetzt mal geändert. Sodass wir da vielleicht einen besseren, sag mal, besseres uns besser aus. Sagt es gerne mal in die Kommentare, wie es jetzt für euch aussieht. Kann sein, dass der ein oder andere deswegen abgeschaltet hat, aber ich hoffe, dass er wieder einschaltet. So, wir machen noch schnell diesen Seeräuber. Kampf. Brauche ich ja nicht angreifen, einfach mal noch schnell machen. Ich werde jetzt einfach mal sagen, dass die Reiter angreifen sollen. Die Nahkämpfer angreifen sollen und dann wird eh nichts überleben. So, ich habe vor allem Level gemacht. Der flandische Recke steigt auf. Noch einer. Yeah! Und wir haben den Waldbanditen-Anführer, den wir jetzt quasi einmal leveln können. Das ist der hier. Den wir also einmal rekrutieren können. So rum. Jetzt haben wir einen Waldbanditen-Anführer in unserer Gruppe. Der ist echt gut ausgestattet. Ich meine, der hat einen Bogen und arbeitet ein bisschen so. Ne? Das passt schon. Wir brauchen in jedem Fall eine bessere Ausrüstung auch mal für uns. Cool aussieht. Gucken wir mal, ob wir dann noch hinkommen. So, in jedem Fall wir sollen also das westliche Imperium mit uns Krieg führen.
Und wir sollen damit stimmen. Das heißt, ja, wir stimmen in jedem Fall dafür. Geben 20 Ruf aus. Dafür kriegt man Aufstieg in den Ganzen, die dafür gestimmt haben. Dafür, dass die jetzt mit uns Krieg führen. Das heißt aber auch, wir dürfen nicht zu weit vorgehen, denn in der nächsten Folge wird es Krieg geben. Und wir werden uns eine Armee anschließen. Und hoffen, dass wir dementsprechend gewinnen werden. So, die Plünderer wollen uns beitreten, das können sie gerne machen. So, also, wir werden nach Sargot gehen und werden uns dort einmal mit den Menschen unterhalten, beziehungsweise dort mal gucken, was wir so einkaufen gibt. Und mal gucken. Netter Versuch, Brigant. Ergebt euch oder sterbt. Dann machen wir jetzt mal nicht, weil 199 gegen 9, also ganz ehrlich, wird mal mehr Leute. Und trotzdem ist einer bei unserem Mitkämpfer von den Bratianern, Bratania, ja, verletzt worden. Genau, wir verkaufen noch schnell, damit ist die Folge dann auch Ende. Oh geil, also hier gibt es auf jeden Fall gute Konditionen. Für 18. Bier für 63. Damit haben wir Bier ausverkauft. Jetzt gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Oliven könnte man kaufen. Die sind relativ gut. Lachs ist günstig. Öl ist recht günstig. Werkzeug ist richtig günstig. Lein ist richtig. Als nicht. Ja, damit haben wir schon mal die günstigsten Sachen gekauft. Wir haben noch ein bisschen Brand. Okay. Kaufen wir das Holz auf. Ein bisschen. So, Handel. Eure Werkstätten sammeln Handelsgerüchte. Eure Karawanen sammeln Handelsgerüchte. Ich würde sagen, wir nehmen Werkstätten, weil wir werden später Werkstätten haben, keine Karawanen. Das ist nicht so viel. Okay. Dann danke ich euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Krieg gegen den westlichen Imperium. Er wird auch schon belagert. Von daher hoffe ich, dass wir hier nach Ortesia gehen. Das gehört dem Imperium, Kulturimperium. Ich hoffe, dass wir hier unten später gehen. Also hier erobern, hier unten erobern vor allem, dass ich hier Imperium zum Beispiel auch einnehmen kann. Ansonsten gehen wir dann hier hoch und belagern die erste Schlacht und erste Burg und machen dort die erste Schlacht. Würde mich sehr freuen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.